Von der Body Language ist das nämlich da. Was soll ich den Jungen fragen, warum hast du nachts nicht durch? Ich weiß ja nicht, er schläft ja. Er hat aber ein bisschen Body Language, wenn ich ihn in Bezug auf die Verletzung dieses Fahrrads, dieses Fahrradunfall, und da hat er eben gesagt, dass er einen Druck dort hatte und drückt dann auch da rein. Und das ist das, was man zumindest sehen konnte. Es gibt sonst kaum eine Beschreibung und auch von den objektiven Befindlichkeiten, Objective Findings, muss man sagen, ja, eine gewisse Druckschmerzhaftigkeit in bestimmten Arealen war da, aber es war natürlich immer so eine problematische Sache. Wenn ich irgendwo drauf drücke, kann man ja immer sagen, je nachdem wie fest ich drücke, es tut immer etwas weh. Also ist die Frage, wie können wir trotzdem vorgehen? Es gibt eine Hypothese meinerseits, die ich da natürlich mit reinbringe. Dieser Unfall ist möglicherweise der Auslöser. Das heißt, wenn das der Auslöser ist, hat der Körper in dieser Region eine Veränderung erfahren. Wir sagen, wir haben Fasziendistorsionen und die führenden Fasziendistorsionen, die zu dieser propriozeptiven Störung führen, sind HTP-Trägerbänder. Das ist für mich relativ klar und logisch. Das ist ein unheimlicher Vorteil. Das heißt, ich muss mir jetzt erstmal keine Gedanken über die Familie, die Schule oder irgendwas anders machen. Ja. Sondern ich sage einfach mal, okay, junger Mann, schauen wir mal, was wir schaffen. Und das heißt, ich habe jetzt in dieser Art und Weise eine Idee, was ich mache, damit ich diese sehr komplexe muskuläre Kontrolle wiederherstellt. Was habe ich also behandelt? Ich habe HTPs behandelt. Da gibt es ein HTPs abdominell, es gibt auch HTPs im Beckenboden. Der Georg ist da ja der Fachmann, der Georg Harrer. Dann haben wir Trägerbänder im Verlauf des oberhalb vom kleinen Becken und auch noch Zylinderdistorsion mit der Doppeldarmtechnik behandelt. Der Junge war nach einer Behandlung war es schon besser. Das ist natürlich immer schön, besonders für die Eltern. Die Mutter hat nach der ersten Nacht angerufen, er war heute Nacht trocken. Er sagt, okay, mal abwarten. Es war nicht nach einer Behandlung gut, aber wir haben insgesamt 5 Behandlungen gebraucht. Beziehungsweise ich habe nach 5 Behandlungen gesagt, ich glaube, es reicht. Vielleicht hätten auch 4 gereicht, ich weiß das nicht, weil es war bis dahin immer pro Gradient besser. Dann war noch mal eine Nacht, was irgendwie nicht so gut war. Aber es war auf jeden Fall eine klare Verbesserung. Der Junge war natürlich selber sehr zufrieden, weil das ist eine blöde Geschichte. Ja, für einen 11-jährigen Jungen ist das einfach bescheuert. Okay, also auch bei ihm habe ich fast eine Diskussion behandelt und habe diese funktionelle Problematik gelöst. Wir können also guten Gewissens sagen, Fasziendistorsionen sind der Auslöser von verschiedensten abdominellen Beschwerden, weil nichts anderes habe ich eigentlich gemacht. Diagnostisch ganz klar, wir müssen sehen, was machen wir. Wir haben eine klare Anamnese, das heißt, Schmerzen sind oft führend. Die Schmerzen können unterschiedliche Qualitäten haben, dumpf, ziehend, brennend oder auch flächig. Ausstrahlend, da gibt es verschiedenste Beschreibungen, das ist wieder die Kommunikation mit dem Patienten.